Mein Name ist Helene Fares and this is Russ. What they want, what they want, what they want. Y'all ain't fooling me at all. Ooh, ooh. Russell Vitale, kurz genannt Russ, wird 1992 in New Jersey als eins von vier Kindern in eine amerikanisch-sizilianische Familie geboren. Die Arbeit seines Vaters führt sie nach Georgia, wo Russell im Alter von 7 Jahren beginnt, Texte zu schreiben. Mit 14 fängt er an, Beats zu bauen und kurze Zeit später gründet er mit einer Gruppe von Freunden die Demon Crew, für die er die Produktion der Musik und PR übernimmt. Mit 18 nimmt Russ, der musikalisch von Künstlern wie G-Unit, 50 Cent und Eminem inspiriert wird, seinen ersten Song auf. And I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes, and why they stay so present. Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king and you're the queen, then why you acting like a peasant? Im Oktober 2014 loggt er sich dann das erste Mal auf Soundcloud ein, mit dem Ziel, jede Woche einen neuen Song zu posten. Knapp ein Jahr später hat er bereits 5000 Follower. Seine Arbeitsmoral, die Qualität seiner Musik und die Selfmade-Attitüde führen dazu, dass Russ 2016 seinen ersten Major-Label-Deal mit Columbia Records abschließt. Zum Zeitpunkt dieser Zusammenarbeit hat der Rapper, Sänger, Songwriter und Produzent bereits 11 Alben und 87 Singles veröffentlicht, allesamt kostenlos auf Soundcloud. The chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good at charming cobras. I feel like I'm chosen, but she ain't the only one. No. Im Mai 2017 feiert er schließlich mit dem Album There's Really a Wolf seinen Einstand beim Sony-Musiklabel und kommt damit in die US-Charts. Der Longplayer, den er in DIY-Manier selbst geschrieben, aufgenommen, produziert, abgemischt und gemastert hat, steigt in den US-Billboard-Charts auf Platz 7 ein, wird mit Platin ausgezeichnet und bringt 2 Platin- und 5 Gold-Singles hervor. Über 1,1 Milliarden Streams in den USA im Jahr 2017 bescheren ihm Platz 30 in der Liste Most Streamed Artists of the Year. Bislang stehen für Russ mehr als 676 Millionen YouTube-Views, 10 Millionen monatliche Hörer bei Spotify und über 2 Milliarden Plays zu Buche. Am 7. September 2018 erscheint mit Zoo der mit Spannung erwartete Follow-up des 25-Jährigen. Die Gestaltung des Covers wird von seinem langjährigen Freund und Künstler Kizupa übernommen. Die Produktion des gesamten Albums legt er in die Hände des renommierten Hip-Hop-Produzenten Scott Storch, der bereits mit Größen wie Beyoncé, 50 Cent, T.I., Chris Brown, Dr. Dre, Nas und Snoop Dogg zusammengearbeitet hat. Nach seinen aufsehenerregenden Auftritten bei den Festivals Coachella und Governor's Ball setzt Russ im Herbst seine ICU Tour Part 2 fort. Bis dato hat Russ bereits 6 ausverkaufte Tourneen absolviert. Abzuwarten bleibt, ob deutsche Fans ihn mit seinem neuen Album Zoo auch bald auf der Bühne erleben dürfen. Die Texte auswendig zu lernen kann jedenfalls nicht schaden.